bin drin aufgewachsen, mit Tieren aufgewachsen, vom Alter von Baby. Mein Vater hat schon mit Tieren gearbeitet, mein Großvater auch, die ganze Familie. Und das Rumreisen, das Romantische, ich glaube, die Mysterie hinterm Zirkus auch, ich glaube, das macht das alles ein bisschen aufregend. Hier, guck auf der anderen Seite, wenn du den rüberziehst, oh, brav, zieh den so rüber. Sarah ist eine erfahrene Trainerin. Sie hat die Pferdegruppe vor 6 Jahren übernommen und weiß genau, welches Pferd genug Talent hat. In die Manege schaffen es nur die gelehrigsten und aufmerksamsten ihrer Schüler. Halli! Brav, ei, Trab! Jedes Tier muss sofort auf jede noch so kleine Bewegung der Trainerin reagieren. Manche Leute sagen immer, das ist so eine Art Geheimsprache, weil man halt eigentlich nicht so viel sieht. Aber dabei ist es eigentlich so eine Körpersprache, auch von meiner Stimme her und alles. Wenn ich will, dass der ein bisschen zurückbleibt, dann gehe ich, ho, Gasal, ho, die Peitsche hoch. Und dann versteht er das auch und sieht das und hält sich ein bisschen zurück. Scheik, Scheik hier, Scheik hier, Scheik hier. Scheik schafft sein Pensum noch nicht ganz. Über 5 Sekunden auf den Hinterläufen stehen bedeutet eine enorme Kraftprobe für den Schimmel. 2 Stunden Training täglich und manchmal bis zu 3 Auftritte hintereinander. Da entsteht eine ganz besondere Beziehung. Wenn man die ganze Zeit mit den Tieren umgeben ist, dann kennt man die kleinen Macken und alles, so wie die meine auch kennen. Wenn ich mal krank bin einen Tag, das spüren die sofort und dann hat man nachher, wenn man erkältet ist oder Fieber hat oder etwas, dann habe ich auch keine Lust so richtig und will einfach die Nummer schnell hinter mich kriegen. Und die merken das dann auch, dass ich krank bin. Und dann spielen die halt natürlich mit mir. Dann sagen die, ja, heute hat sie ein bisschen schwächer. Mal gucken, wie weit wir es treiben können mit ihr. Einzelunterricht für Gasal. Problemlos balanciert er 5 Sekunden lang auf den Hinterbeinen. Höchstleistung. Brav, so war brav. 12 Uhr, nach der Arbeit die Belohnung. Eine kühle Dusche, Striegeln und Streicheln. Bei Roncalli so selbstverständlich wie optimale Haltung. Wir achten auf eine besondere Ernährung. Die haben alle freistehenden Boxen, damit die auch sich rumbewegen können. Nur noch 1 Stunde bis zur Vorstellung. Das Leben unter der Zirkuskuppel erwacht. Während die Artisten sich vorbereiten, steigt auch bei Sarah die Anspannung. Ein bisschen nervös ist man ja immer, ne? Also es ist ja eine Live-Show und ich arbeite mit Tieren und man weiß ja nie, was die an einem Tag machen vom nächsten. Also es ist immer verschieden, ne? Ich stecke nicht in den Tieren drin. Der Nervenkitzel vor dem Auftritt, das reizt Sarah an ihrem Job. Im Kopf geht sie die Nummer noch mal durch. Dann heißt es für Sarah und ihre Araber, Manege frei. Verdienter Applaus für die Profis. Sehr gut. Ich bin zufrieden, die haben gut gearbeitet. Und wie immer eigentlich. Viel Zeit zum Erholen haben weder Sarah noch ihre Pferde. In 3 Stunden beginnt die nächste Vorstellung und am nächsten Morgen das nächste Training.